Hauptsache, der Paktierer stirbt. Wenn wir Salex in den Garten bringen können, dann tut das einen Herzschuss und das ist getan. Ja, unterschätzt die Paktierer nicht. Wollte auch gerade sagen. Nicht so selten, dass das Herz nicht das ist, was es zu sein scheint. Gut, folgender Plan also für heute. Wir gehen jetzt in den Vex-Tempel und verhandeln noch einmal mit Vexarius nach. Dann werden wir zurückkehren und Angrasminia versichert mir, bis dahin sind die Lettern fertig und wir können sie anbringen. Und dann können wir, wenn Kanazitiana bis heute Abend mit seinen Tanken fertig ist, den Angriff vornehmen. Ja. Gut. Dann auf die Beine. Ach so. Viel Glück. Ja, das werden wir brauchen. Danke, Boltax. Ja, ich wollte es nur jetzt schon mal aussprechen. Okay. Dann wartet ihr, bis die Tränke fertig sind. Nein, wir gehen jetzt sofort zu Vexarius. Genau. Jetzt sofort zu Vexarius. Und zwar wer? Boltax? Ich dachte, wir alle, aber... Ich krieg auch doch alle. Also ich gehe auf jeden Fall und ich bleibe auf dem Schiff. Aber genau, also das... Genau, weil eben... Ich wollte gerade sagen, weil Rafim hat halt ein Problem, er kommt nicht vom Schiff runter und ihr unter der Beobachtung von Basaltfäusten oder einer Basaltfaust und weil ihr eben Dreierteams gebildet hattet, hatte ich jetzt eben angenommen, dass... ja, das war schwierig. Vielleicht gehe ich mit Boltax. Wir waren schon mal wegen einer anderen Angelegenheit da und vielleicht noch mit Yalan. Aber ihr solltet auf jeden Fall gehen, weil er den ursprünglichen Plan ausgehandelt hat. Ist ja, richtig. Ich sehe auch keinen Grund mitkommen zu müssen. Aber so viel. Ja? Ja. Ja. Dann Boltax, Yalan, Zulamin, Abelmir. Ja, wenn ihr vom Schiff heruntertretet, ihr werdet natürlich von der Basaltfaust gemustert. Die wird aber auch euch stehen lassen. Ihr seid euch aber sicher, dass euch zwei, drei Straßenjungen und Mädchen dann beobachten und für die Basaltfaust spähen, aber der kurze Weg zum Fextempel ist nicht das Problem. So, dass ihr dann neben der Börse und der Handels- und Hafensmeisterei zum Fextempel kommt, einer der wichtigen Götter im Süden. Ja, ihr werdet dort empfangen, könnt dann in diesem Dreiseitbau warten, bis ihr dran seid und dort trefft ihr dann auch wieder auf den gleichen Geweihten, den Abel mir schon gestern einmal getroffen hatte, und zwar Vexarius, zumindest hat er sich so vorgestellt, was sein richtiger Name ist, vielleicht. Fex zum Gruße, euer Gnaden. Fex zum Gruße ebenso. Ihr habt euch entschieden? Wir haben uns entschieden, vielleicht sollten wir diese Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Und dann unter zehn Augen. Augen? Zehn Augen. Zehn Augen. Jawohl. Ja, lässt euch natürlich dann rein in ein kleines privates Zimmer, ebenso ausgestattet, kleiner Rauchsalon. Und nimmt dann Platz, Tür ist verschlossen. Ihr seid euch sicher, dass ihr nicht belauscht werdet. Nun, wir nehmen euer Angebot gerne an. Vielleicht müssen wir euch noch in einige Dinge einweihen, die für euch von Belang sein könnten und vermutlich sind. Ihr kennt Salix Krugers. Selbstverständlich, er ist einer der reichsten Granden, vielleicht auch sogar einer der reichsten Menschen der Welt. Wir vermuten hinter ihm einen Paktierer des blutbefleckten Goldes. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Nun, wir sind sie bewusst. Es verhielt sich folgendermaßen. Ich habe zusammen mit Zulamin und Dalan im Krankenhaus Kugris einen Besuch abgestattet. Denn ich war neugierig, warum Salix Kugris aus der Wette auf mich so viel Geld herausgezogen hat. Es stellte sich heraus, dass es keine Wette, sondern eine Versicherung war. Was ihm eine enorme Summe in der Arena eingebracht hat und mich mit verhältnismäßig wenig Bargeld zurückgelassen hat. Es hatte mich nur gewundert und ich wollte dem einfach einmal nachgehen. Während unseres Treffens mit Salix Kugris hat sich etwas Merkwürdiges ereignet. Zulamin, möchtest du? Nun, sein Angebot klang zunächst durchaus fixgefällig, denn er ist ohne Frage ein kluger Mann. Ich wurde allerdings stutzig, als er darauf zu sprechen kam, dass wir diese Versicherung, die er uns anbot, nach unserem Tode bezahlen sollten. Das klingt merkwürdig. Nun, er sagte dies nicht so deutlich, doch zwischen den Zeilen war doch recht eindeutig, dass er meinte, dass wir mit unserer Seele bezahlen sollten.
solltet ihr versterben. Sollten wir versterben. Nun, hinzu kam, dass er einen ähnlichen Handel auch dem Heptarchen der Blutigen See anbieten wollte. Aber das ist wohl eher ein verstärkender Faktor und kein Beweis. Du kannst tatsächlich jetzt auch sehen, wie es an seinem Gesicht arbeitet. Das scheint auch nicht zu verstecken, auch wenn er Fixgeweihter ist. Und dann holt er einen Schlüssel hervor. Er steht auf und dreht den Schlüssel im Schloss und öffnet dann die Tür. Als er die Tür öffnet, es gibt nur eine Tür, die hier rausführt, aber ihr steht dann nicht mehr oder blickt dann nicht mehr auf den Gang dieses Dreiseitbaus, sondern nachdem er den Schlüssel einmal umgedreht hat und die Tür geöffnet hat, ist das das Büro eines anderen Geweihten. Er tritt hinein. Herr Vogtwicker, ich würde ganz gerne eine Angelegenheit mit euch besprechen. Euch doch bitte selbst erklärt werden darf. Dann können Sulamin und Boltax erkennen, wie der Vogtwicker Taron Haider wieder hier reintritt. Hochgewachsen, schlank, halblange graue Haare und Lachfalten um die Augen und verbeugt sich angedeutet einmal vor euch. Einen wunderschönen guten Tag, Vogtwicker. Es betrübt uns, dass wir mit derlei schlechten Nachrichten zu euch kommen müssen. Sulamin, möchtet ihr wohl? Nun, Vogtwicker, wir kommen diesmal in einer gänzlich anderen Angelegenheit zu euch als beim letzten Mal. Es scheint wohl so, als wären die Wäre eines der großen Häuser Al-Anfas von den Gegenspielern der Götter korrumpiert. Nun ja, nicht das ganze Haus, aber immerhin ein Oberhaupt. Salix Kugres. Nicht das Oberhaupt. Nun ja, sie haben einen Familienrat, aber... Ja, ich bin darüber informiert, wie sie ihre Abstimmung tun. Nun, ihr wisst sicherlich, wie reich er ist und daher könnt ihr euch wohl vorstellen, auf welchen der Erzdämonen ich anspiele. Ja, und ich kann auch verstehen, warum ihr damit zu mir kommt. Und ihr wollt nun unsere Hilfe haben. Nun, ich denke, wir haben gemeinsame Interessen. Wir müssen aus anderen Gründen auf den Silberberg. Aber... Nun ja, diese Sache lässt uns keine Ruhe. Ihr wisst, wir haben in der Vergangenheit viel mit Paktierern zu tun gehabt. So ja mit Xeran höchst selbst. Und wir wollen dieser Person das Handwerk legen. Nun, seht es einmal so. Wenn ihr uns helft, dort hinaufzukommen, werden wir feststellen, ob es sich bei Salix Kugres tatsächlich um einen Paktierer handelt. Und sei es so, dann auch schnelle Gerechtigkeit walten lassen. Und sollten wir scheitern, wird die Sache nicht auf euch zurückfallen. Könnt ihr ihn auch gefangen nehmen? Blicke mal nach links, nach rechts. Das ist keine Option. Wir könnten es versuchen. Nun, die Anschuldigungen stehen im Raum und ich mag sagen, dass bei seinem Reichtum tatsächlich dieser Vorschlag nicht von ungefähr kommt. Tatsächlich hatte Zayane Ulfa zu Lebenszeiten eine Vermutung, die sie ebenso in diese Richtung andeuten ließ, aber kurz vor ihrem Tod konnte sie auch dies nicht verifizieren. Sie hatte zwar in die Richtung geforscht, aber laut unseren Berichten starb sie wohl auf der Flucht von der Arena in Richtung ihres Hauses. Was genau passiert, das wissen wir nicht. Nun. Ihr würdet das gerne von ihm erfahren, ob er in diese Sache verwickelt gewesen sein könnte. Nun, oder geht es euch um seine Seele? Ich hatte bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der testamentarischen Verstreckung wenig Zeit, um in diese Richtung zu ermitteln. Ihr versteht, dass es alles relativ schnell ging und die letzten paar Ereignisse dann doch die Stadt etwas mehr aufgewühlt haben, als das sonst der Fall war. Aber der Verdacht stand auch von mir bereits im Raum und Zayane, nun ihr seid ja auch keine der hergelaufenen Helden, sondern bereits etwas bekannter. Nicht nur hier in Al-Anfa durch euren Sieg gegen die Todesechse, sondern natürlich euer Aventurien weit durch den Sieg über Rastasor und der Ähnliche. Ich würde euch also einen gewissen Spielraum ermöglichen und ich weiß durch Fexarius, dass ihr die Tunnel benutzen möchtet. Wir können euch diese zur Verfügung stellen. Und ich weiß auch darüber, dass ihr in die Blutspiele involviert seid. Ich kann euch allerdings nur diesen einen Tod erlauben, sollte es sich dabei tatsächlich um einen Paktierer handeln.
und ich möchte, dass das vorher geprüft wird und mir nachträglich mit Beweisen gesichert wird. Ebenso möchte ich, dass dieser Tod nicht auf das gesamte Haus Kugris zurückfällt, keinerlei Beweise für sein Pakttum irgendwo verbleiben. Außer die, die ihr mir überbringt. Versteht ihr, was ich meine? Selbstverständlich. Es mag sein, dass einzelne Personen und Individuen der Grandenhäuser durch die jahrelange Dekadenz gefallen sind, aber das darf nicht auf das gesamte Haus oder den Namen zurückzuführen sein, denn das verkraftet die Stadt nicht. Nun, dann seid euch versichert, dass wir auch hier ein gemeinsames Interesse haben, denn wir planen, Korrigan Kugris zeitweilens in unsere Dienste zu stellen. Korrigan Kugris? Ja. Und mit diesem Handel habe ich... Das mag sein, dass dies der Fall ist. Dann seht ihr also, dass auch wir nicht daran interessiert sind, das Haus Kugris als Ganzes in die Verdammnis zu stürzen. Seid bedankt. Und dann, wie gesagt, gestatte ich euch die Nutzung der Tunnelpassagen im Einstieg des Vex-Tempels, ohne die... Nun doch, diesen Fegzoll, den Vexarius von euch haben wollte. Und ihr könnt sie benutzen. Hervorragend. Ich hätte noch eine Bitte. Da ihr wisst, dass wir an den Blutspielen teilnehmen, müssen wir eine Möglichkeit finden, Rafim ungesehen hierher zu schaffen. Habt ihr da eine Möglichkeit? Nun, wir können ihn selbstverständlich mit Nebeln vor jeglichen Augen verbergen. Auch eine solche Präsenz, wie er darstellt. Das wäre möglich. Nun, unser Bewacher sitzt direkt vor unserem Schiff. Ist es trotzdem möglich? Vor den Nebeln von Fex ist nicht sicher. Ich vermute, das heißt ja. Was er damit meint, ist, wie wir den Nebel nutzen, um mit einem kleinen Boot etwas seitlich überzusetzen. Erinnert ihr euch noch, wie ein gewisser Ehrengast damals auf unser Schiff gekommen ist? Genau. Wir lassen es im Nebel zu Wasser, rudern bis hier rüber, legen direkt von dem Fex-Tempel an, steigen aus und sind fort, bevor die Basaltfaust sicher ist. Der Nebel verhält sich tatsächlich in dieser Art, dass er uninteressant wirkt. Es ist tatsächlich ein Nebel, aber er ist nicht einmal von Relevanz oder von interessant für jegliche Personen, die nicht eingeweiht sind. Gut, dann wäre das geklärt. In dieser Wolke könnte sich ein Prios-Geweihter verstecken. Oder ein Fex-Geweihter als Prios-Geweihter ausgeben. Lasst mich euch sagen, dass Prios stets seine schützende Hand über seine Anhänger hält. Ganz sicher. Auch in finsterster Nacht. Ganz sicher. Nun, jedenfalls vielen Dank für diese produktive Verhandlung. Und wir werden hoffentlich unseren Teil der Abmachung einhalten können. Und ich hoffe, dass ihr in der Zeit noch einige Zeit hier bleibt und in den Büchern lest. Denn ihr habt von den 77 Geheimnissen eine halbes gelöst. Ihr seid immer auf der Spur, aber gibt sich an die Nase. Das war ein halbes, nicht... wirklich. Ich war mir so sicher. Ihr seid daran vorbeigeschraubt. Nun gut, ja. Jalan braucht ihr Nachhilfe. Ein wenig. Etwas mehr. Dann eine Sache noch, Vogt Vika. Da ihr ja ein gewisses Interesse daran habt, den Paktierer lebend zu bekommen, das ist natürlich schwieriger. Könnt ihr uns dabei irgendeine Art der Unterstützung zusichern? Sollte es gelingen? Was ich würde mich freuen, wenn ich, wie gesagt, Beweise brauche, bevor er ablebt. Aber ich kann euch Vexarius mitschicken. Vielleicht kann er als Augenzeuge fungieren und den Tod freigeben. Das ist eine hervorragende Idee. Das ist akzeptabel. Ich musste Vexarius erstmal, bevor ich mich darauf ersehen lasse. Sieht der Mann gut zu Fuß aus? Oder ist das mehr so ein Schreibtischtäter? Sieht durchschnittlich aus. Durchschnittliches Gesicht, durchschnittliche Statur, durchschnittliche Klamotten. Das ist absolut durchschnittlich. Das reicht mir. Du würdest ihn an der Menschenmenge auch nicht erkennen. Also er ist... Selbst wenn du ihn in einen Raum stellst und er ist 10-mal in diesem Raum, würden alle irgendwie gleich aussehen. Ist okay, ich hab's verstanden. Hast du verstanden? Okay, gut. Ja, yeah. Ach doch, das reicht mir. Cool. Nun, wenn euch das Wort eines Prios-Geweihten nicht ausreicht, nehmen wir ihn doch gerne mit. Dann kann er nicht. Natürlich.
Dann, wir haben noch einige Vorbereitungen zu treffen. Alan, warum hast du eigentlich hier nach Hinweisen in Büchern gesucht? Nun, ich hatte gehofft, ich könnte mir ein wenig den Verstand schärfen. Aha. Geschäftsbücher des Schiffes, Logbücher und dergleichen mehr. Es ist eine gute Idee. Denn Abelmir hier drüben ist in seinen Pflichten ja stark nachlässig, was das angeht. Es ist eine gute Idee, dass du deinen Verstand schärfen willst. Eine stumpfe Klinge hat ja auch keinen Sinn. Gehen wir. Buktvika, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ebenso. Ich habe gehört, dass euer Abend gestern auch gut war. In der Tat. Ich möchte jetzt nicht prahlen, aber... Dann tu es nicht und komm. Ja, na gut. So könnt ihr wieder zurück zu eurem Schiff und trefft dort auf Diamantas und Raffi. Der Fuchtwicker ist ein gut informierter Mann. Ist alles bereit? Ja, er wusste sogar über gestern Abend Bescheid. Oh. Ach, da seid ihr wieder. Die Basaltfäuste haben sich, während ihr weg wart, nicht vom Fleck gerührt. Es wird schwierig, Raffim hier vom Schiff zu bringen. Lass das unsere Sorge sein. Sehr gut. Und dann? Immerhin haben wir jetzt den Listenreichen auf unserer Seite. Bex hilft immer denen, die sich selbst helfen, Zulamin. Nun, wir haben gewisse Pläne. Und ich bin sicher, es werden noch genug Probleme für uns selbst übrig bleiben. Vermutlich. Nun, ich denke, die Lettern sollten bald fertig sein. Sehen wir mal nach. Ja. Ja, wenn ihr in die Schiffswerkstatt eintretet, könnt ihr tatsächlich sehen, wie eure kleine Zwergin dort einen dampfenden Buchstaben hervorholt, wohl gerade die Form öffnet und seht, wie dort ein rot-blau glühendes Stück Mondsilber liegt, was wohl gerade den Buchstaben D formt. Ah, da seid ihr ja. Oh, hallo, Boltax. Oh, hallo. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Ist ein sehr schönes Werkstück. Aber... Durch an, wie sie glänzt. Sie sieht fantastisch aus. Du auch, du auch. War schön gestern. Auf jeden Fall. Das müssen wir dringend wiederholen. Unbedingt. Aber vielleicht dieses Mal an einem anderen Ort, nicht wahr? Wir können uns auch einfach in den Park setzen oder, weiß ich nicht, die Arena betrachten oder so. Das ist ja auch ein tolles Bauwerk. Oh ja, das ist eine hervorragende Idee. Lass uns das doch morgen anpeilen. Oder wir gehen in eine Schmiede oder sowas. Was hältst du davon? Ja, ich habe gehört, hier gibt es eine sehr, sehr gute Schmiede. Aber habt ihr nicht von ihr erzählt? Ihr wolltet ja einen Besuch abstatten. Ja, ich hatte noch keinen Termin halt bei ihr. Valura von Merm, eine sehr berühmte Schmiedin hier in Alanfa. Ach, wenn zwei vielleicht Zwerge... Vielleicht lässt sie sich... Boltax, was hältst du davon, wenn wir dahin gehen? Ja, eine hervorragende Idee. Wir kriegen sicherlich einen Termin. Bestimmt, gehe ich davon aus. Denke auch. Aber mir nimmt es nicht so schwer. Ich nehme es überhaupt nicht schwer. Ich freue mich, dass ihr endlich, nun ja, etwas Vergnügen findet. Ja, nicht wahr? Ja, er sah immer so traurig aus und jetzt grinst er. Ja. Aber wir wollten auch fragen, ob du noch etwas brauchst für das Anfertigen von diesen wunderschönen Lettern. Nein, ich glaube nicht. Ich krieg den Rest ganz gut alleine hin. Ich würde sagen, morgen Abend würde das Ganze fertig sein. Anbringen kann ich sie dann zwischendurch schon, während das abkühlt, aber nach und nach können wir da sicherlich für sorgen. Das sieht sehr gut aus. Was meint ihr? Abelmir, Jalan? Ich denke, wir sollten alle anwesend sein, wenn wir die Lettern angebracht werden. Also machen wir das dann gemeinsam? Ja, warum nicht? Na gut. Auch ein teurer Spaß. Ja, ich vermute auch. Qualität hat ihren Preis, wie der Händler euch sicher gesagt haben wird. Ja. Und Abelmir, es geht ja um euren Namen als Kapitän. Da ist das Beste gerade gut genug. Wieso geht es um meinen Namen? Es geht um das Schiff. Richtig. Und damit um euch. Denn wer steht für das Schiff wie kein zweiter Mann? Ihr. Das heißt... Wenn das Schiff nach nichts aussieht, seht auch ihr nach nichts aus. Nun, das war ich zu bezweifeln, aber lassen wir es bei eurer Logik. Nun, es wird wohl ausreichen. Hoffen wir, dass die Blätter halten. Gut. Ein paar Stunden später könnt ihr sehen, wie Vexarius das Schiff betritt. Ah.
Nun, dann würde ich sagen, ihr wollt erst abends gehen, ja? Und von hier aus bis zum Tempel? Ja, wir werden das machbar sein. Wir werden das Beiboot verwenden. Bereitet euch doch am besten vor, um Rüstung könnt ihr angelegt lassen. Das ist das Individuum, ja? Rafim, der große Krieger der Basaltfaust, Blutspiele. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke. Na, Dank. Ihr wollt euch sicher. Oh, verzeiht. Euch doch sicherlich noch hinsetzen und ein wenig mit uns trinken? Nein. An sich können wir direkt aufbrechen. Wenn es stimmt, was ihr sagt, dann wartet ein Paktierer auf uns und dann muss ich nichts mehr trinken. Doch, die Flur ist es, weil er hatte gesagt, wir holten das abends aus. Ich dachte, wir hätten das Nachmittag. Ein paar Stunden später, ja. Ich werde einmal nach Kanitiana gucken, ob er schon fertig ist. Ja, vorher können wir hier nicht los. Und ja, ich werde sehen, dass... Boltax, komm mal mit, ja? Du musst mir helfen. Ja, okay. Vielleicht sagen wir, Trak, er soll sich einen Mantel umwerfen und ein wenig über Deck rumlaufen. Das wird die Basaltfäuste wenigstens für ein Stundenglas oder so ablenken. Als wäre Rafim noch auf dem Schiff. Gute Idee. Dann sprich doch mit ihm. Ich würde einfach in meine Kabine gehen und jeden Abend schlafen. Also ich will nicht mit ihm sprechen. Könnt ihr nicht mit ihm sprechen? Er ist mir unheimlich. Was habt ihr denn gegen Trak? Trak ist ein ganz feiner Kerl. Ihr müsst ihm ein paar Komplimente zu seinen Äxten machen. Und ja, dann plätschert das Gespräch so vor sich hin. Ihr meint es, ihr schafft das. Ihr müsst euch nicht fürchten, nur weil ihr ein bisschen kleiner seid als er. Ja, und so schwach. Ja, macht euch da keine Sorgen. Und so klein. Ja, danke, Rafim. Das habe ich schon verstanden. 2 Minuten später stehst du vor Trak. Unten im Bauch des Schiffes. Um dich herum stinkende, grölende Trollzacker. Hey, du. Was denn noch bei der Ohren? Gib her. Finger weg von meinen Ohren. Die gehen hier als Zahlungsmittel durch. Wir sind fast zu Hause. Der König hatte recht. Gib mir deine Ohren. Ich bin wegen dem König hier. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Der braucht deine Hilfe, Trak. Meine Hilfe? Ja, du sollst dir einen langen Mantel nehmen und umwerfen und die nächsten Stunden auf Deck verbringen. Ich soll mich verkleiden wie ein Weib. Nicht verkleiden. Man soll einfach nur nicht sehen, dass du nicht Rafim bist. Also ich bin nicht Rafim. Ich bin nicht der König. Ja, natürlich bist du das nicht. Aber es gibt welche, die beobachten das Schiff. Und die sollen denken, dass Rafim sich noch auf dem Schiff befindet, obwohl er schon gar nicht mehr hier ist. Wo ist der König? Hat er uns verlassen? Nein, er ist jetzt in seiner Kajüte, verdammt. Aber er wird vom Schiff runtergehen für einige Stunden und dann wiederkommen. Braucht er unsere Hilfe? Er braucht deine Hilfe. Und zwar, dass du dich auf Deck begibst und dort einige Stunden verbringst. Nichts kaputt machst, niemanden haust, niemanden zum Kampf herausforderst, einfach nur einen Mantel trägst und vielleicht nicht Richtung Hafen guckst. Warum schickt er dann einen Schwächling wie dich? Weil das mein Vorschlag war und der König das für gut befunden hat. Wo ist Gornach? Was weiß ich, wo Gornach ist. Zuletzt war er, habe ich ihn in Boltax seiner Kabine gehört. Okay. Wenn ich dich nochmal wiedersehe, er streckte seinen riesigen Zeigefinger ins Gesicht, gibst du mir eins deiner Orden. Gut, ich komme hier nie wieder runter. Und dann stapft er an dir vorbei, schiebt dich einfach zur Seite, sodass du gegen das Holz gedrückt wird, was ein bisschen knackt. Du weißt nicht, ob das Holz knackt oder deine Wirbelsäule. Und dann verschwindet er hinter der Treppe. Ich schaue mich noch ein bisschen ungläubig hier unten rum, bei den ganzen Trollzackern, den Wilden. Und dann mit bisschen Abstand zu Trak gehe ich auch wieder nach oben. Ja, derweil Boltax und Jalan. Boltax soll mir einfach nur helfen, in die Rüstung reinzukommen. Achso, keine großen Sachen. Ich hätte sagen können, dass... Jalan, hast du das von Sulamins Liebesbrief mitbekommen? Ein Liebesbrief? Von wem? Von so einem Schlüssel aus dem Mittelreich. Wir haben ihn mal auf der Schlacht der 3 Kaiser kennengelernt. Sulamin kennt doch gar keine Mittelreiche. Doch, dieser, wie hieß er denn noch? Der hat mir ein Testament verkauft. Midas? Da, genau so hieß der. Richtig. Der hatte einen schmalzigen Liebesbrief an Sulamin geschrieben. Uiuiuiui. Mir ist fast schlecht geworden. Aber darunter standen einige Symbole, die ich nicht lesen konnte. Merkwürdige Sache. Ich. Ja, ja. Ich
Interessant, interessant. Das hätte ich gar nicht erwartet. Nein, nein, dass sie und er, also ich meine, sie sieht für eure Maßstäbe ja schon ziemlich gut aus. Und er, naja, ich wüsste nicht mal mehr, wie er aussieht, wenn ich ehrlich bin. Er war männlich und... Er hat versucht, so groß zu sagen, aber wandert dauernd mit der Hand nach oben und scheint sich nicht einig zu werden. Er hatte Haare, glaube ich. So und so graus, so und so alt, die und die Haarfarbe. Es ist schwer. Er hatte ein Geschlecht, er war bestimmt irgendwie groß und er hatte vielleicht Haare. Es ist schwer zu sagen, was sie an ihm findet. Es könnte sein, dass er eine Augenfarbe gehabt hat, aber wir sind uns noch nicht sicher. Wenn er Fexgeweihter ist, vielleicht grau. Und vielleicht werde ich sie einmal fragen. Ja, nein, ich habe dir das aber nicht erzählt. Von mir hast du das nicht. Natürlich nicht.